Dakshinapada Pavana Muktasana ist die rechte Windbefreiung bzw. die Übung, wo du mit dem rechten Knie zum Brustkorb hinziehst. Judith zeigt, wie es geht. Zunächst liegendes Dakshinapada Pavana Muktasana, auch genannt Supta Dakshinapada Pavana Muktasana. Im Liegen beuge das rechte Knie, fasse mit beiden um den rechten Knie und ziehe das Knie zu dir hin. Atme dabei tief ein und aus. Beim Einatmen drückt der Bauch gegen den Oberschenkel und beim Ausatmen löst sich der Bauch vom Oberschenkel. Das ist eine gute Massage für die Bauchorgane, beugt Blähungen vor, harmonisiert Agni, das Verdauungsfeuer, und lässt die Lendenwirbelsäule lang werden und entspannt Lenden- und Kreuzregion. Sitzendes Dakshinapada Pavana Muktasana. Im Sitzen beuge das linke Knie und gib den Fuß an vor das Gesäß, beuge das rechte Knie und ziehe das rechte Knie zu dir hin. Linkes Knie ist auf dem Boden. Fasse entweder mit beiden Händen zum Knie hin oder, noch angenehmer ist es, kreuze die Unterarme vor dem Knie oder Schienbein und verhake die Ellbogen. Atme gleichmäßig ein und aus, halte die Wirbelsäule gerade und lächle. Dies ist eine schöne Übung, auch zwischendurch, lindert Spannungen in Kreuz und unteren Rücken, aber ist eben auch sehr gut für die Bauchorgane. Ja, danke fürs Zuschauen. Judith, Eduard und Sukadev von www.yoga-vidya.de wünschen dir viel Freude beim Yoga.